So, Freund, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Harry Potter und der Orden des Phönix. Heute könnten wir die letzten Mitglieder für Dumbledores Armee rekrutieren. Für den Kollegen hier bei Hagrids Hütte haben wir alle Zutaten für sein Projekt gesammelt. Einschließlich einer Alraune. Die Dinger sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Dann dürfte ja nicht mehr viel fehlen. Wir haben alles. 5 Blumenlauchpflanzen und eine Raunwurzel. Spitzenklasse. Lass die Zutaten hier, dann bereite ich alles für die Stunde vor. Prima. Wir sehen uns beim DA-Treffen im Raum der Wünsche. Damit haben wir 27 von 28 Mitgliedern. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Dean Thomas auch als Mitglied gilt. Colin Greavy, den haben wir eigentlich schon rekrutiert. Der müsste ja schon im Raum der Wünsche stehen. Für ihn müssen wir die verbleibenden Wasserspeier finden. Ich bin der Meinung, dass ich bei... Das muss ich selbst überlegen. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Da müsste einer gewesen sein. Ob der am Ende spricht... Das kann ich niemandem versprechen. Haha. In der Eulerei war keiner und bei Hagrids Hütte ist auch keiner mehr gewesen. Von daher lasst uns hoffen, dass wir die finden. Allerdings waren auch alle sprechenden Wasserspeier bisher... Vince hat uns aufgegeben, alle sprechenden Wasserspeier zu finden. Danke, Hermine, dass du es nochmal gesagt hast. Bisher waren alle sprechenden Wasserspeier draußen. Das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen. Zwei fehlen noch. Tschüss. Ach, diese Konversationen in diesem Spiel sind einfach nur schön. Leider ist hier auch der Kamerawinkel ein bisschen ungünstig. Hier sieht man gar nicht, wo was ist. Wir haben gleich Professor Sinister, oder? Ich habe noch eine Idee, bevor wir dorthin gehen. Also hier haben wir einen gefunden, oder? Nee. Ach, hier war das gar nicht. Nee, hier kommen wir ja gar nicht weiter. War das ein anderer Innenhof? Gut, nee, dann gehen wir erstmal hier hin. In den dritten Stock. Jetzt und Bratensoße. Lecker. Hallo? Alright. Ah. Okay. Da sind wir im dritten Stock und jetzt lasst uns hoffen, dass zumindest der hier spricht, wo der letzte dann aber sein soll. Da habe ich ja wirklich keine Ahnung. Einer scheint ja den Bach runtergegangen zu sein, weil wir ihn im Vorgängerspiel, sagen wir mal, geschliffen haben. Auch hallo. Danke. Wo könnte hier noch ein Wasserspeier sein? Überall in Hogwarts sind Wasserspeier, aber nur wenige sprechen. Wenn sie das sagt, heißt das meistens, es könnte einer in der Nähe sein. Das ist schon mal ein gutes Signal. Hier oben, irgendwo bei der Wendeltreppe war einer. Hier aber nicht. Suchst du auch immer noch die Wasserspeier? Sind Sie ein sprechender Wasserspeier? Klopf, klopf! Wer da? Trottel! Wer, ich? Nein, du! Sind alle Wasserspeier irre? Nein, warte, ich hab noch einen! Wie viele fehlen jetzt noch? Klasse, jetzt fehlt nur noch einer. Alright, ein allerletzter fehlt noch. Doch wo befindet der sich? Vielleicht im Kerker? Bei Snape? Wo laufen wir überhaupt lang? Oh, schaut mal. Aha. Ein Turm. Laufen wir doch einfach noch mal ein bisschen rum. In der Hoffnung, etwas zu finden. Interessant, dass hier keine weiteren Schachfiguren waren.
Hier gab es wirklich nur die eine. Der kleine Potter muss ja völlig frustriert sein. Ah, hier sind wir bei der Kräuterkrone. Sie beobachten uns! Sie beobachten uns! Was haben wir jetzt? Okay. Fünfter Stock. Hier waren wir gerade. Was passiert, wenn man hier langläuft? Kann man eigentlich die Kollegen hier mal... Ah, die kann man wieder gerade stupsen. Ah, das Ding kann man doch... Okay. Was auch immer das gebracht hat. Oh. Hier waren wir, glaube ich, auch noch gar nicht. Reparo! Holen wir uns noch ein paar Punkte ab. Das Ding da gibt auch noch Punkte. Okay, ist das hier Wahrsagen? Nee, das ist wieder der dritte Stock, oder? Der Anfang vom dritten. Nee, sind wir denn hier gelandet? Fünfter Stock. Also wirklich? In unserem Geheimraum gibt es jede Menge neue Sachen, Harry. Da gehen wir mal rein. Vielleicht versteckt sich da ja irgendwo ein Wasserspeier. Auf den Hals gehetzt. Immer wenn du etwas entdeckst, tut mir der Arm weh. Wir können ja mal gucken, wie es aktuell aussieht. Oh, hier haben wir schon mal was bekommen. Lernerfolg-Pokal. Ja, wir haben alle Prüfungen perfekt bestanden. Hausaufgaben-Pokal. Auch alle Hausaufgaben haben wir schon abgegeben. Ja. Ich weiß nicht. Professor Binz hat uns aufgegeben, alle sprechenden Wasserspeier zu finden. Du hast 2 von 5 fliegenden Geschöpfen gefunden. Da fehlt noch einiges. 7 von 12 Porträt-Passwörter. Und da hängen wir auch ein bisschen. Was gibt's hier? Mit den Entdeckerpunkten werden dieser Raum 3 von 4 Hausgeister. Mhm. 2 von 3 Zauberschacht-Champions besiegt. 1 von 2 Knallpoker. Okay. Koboldstein-Champions. Finde? Fragezeichen. Okay. Oh Gott, hier gibt es ja einiges. Statuen. Versteckte Pakete. Oh Gott, hier kann man ja noch einiges verpassen. Suchst du auch immer noch die Wasserspeier? Tafeln, Spuren. Okay. Ja, ich hätte gedacht, dass hier einfach ein Wasserspeier rumsteht, aber ich habe mich getäuscht. Okay. Vergiss nicht, Professor Binz hat uns aufgegeben, alle sprechenden Wasserspeier zu finden. Wo könnte der letzte sein? Bisher war nur einer in Schloss Hogwarts, die anderen waren alle draußen. Es wäre auch, glaube ich, einfacher, wenn alle draußen wären. Wir waren doch da bei diesem einen Ding. Vor 2, 3 Folgen, da habe ich gesagt, ah, ich glaube, hier geht's zu Hagrid. Aber da ging es ja gar nicht zu Hagrid. Das war auch bei einem der Innenhöfe. Hm. Oder Raum der Wünsche. Das wäre jetzt mein letzter Call. Bevor wir nochmal nach draußen gehen. Der war aber hier. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten. Überall in Hogwarts sind Wasserspeier, aber nur wenige sprechen. Das ist schon mal gut, wenn sie das sagt. Dann ist der hier in der Nähe. Vielleicht ist hier noch einer versteckt. Weil das ist ja ein größerer Komplex hier. So, hier rechts ist der Raum der Wünsche. Wir laufen mal weiter. Suchst du auch immer noch die Wasserspeier? Ah, hier ist Wahrsagen, ja. Reparo! Okay. Wir haben ein weiteres Passwort. Das Passwort von Percival Pratt? Gibt er wieder Rätsel auf? Ich kenne es nicht. Frag Professor Basil Franzek. Hm. Hier ist doch sicher irgendwo ein Wasserspeier. Ja, hier ist der Raum der Wünsche.
Merkwürdig. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Und im Raum selbst? Professor Binz hat uns aufgegeben, alle sprechenden Wasserspeier zu finden. Haben wir hier vielleicht noch einen drin? Aber wir hatten ja noch eine Aufgabe. Wir sollten dem einen Kollegen hier was beibringen. Wollen wir das mal gerade machen? Frag jemand anders. Mir reicht's. Okay. Welcher war denn das? Hallo, Harry. Ach, war das hier der ganz Interessierte? Hallo Harry, ich freue mich so auf den Unterricht. Machen wir was Aufregendes, ganz bestimmt. Ja. Können wir was in die Luft sprengen? Oder jemanden in ein Frettchen verwandeln? Oder diesen Zauber üben, mit dem man jemanden bewegungsunfähig macht? Petrificus Totalus! Okay, dieser Zauber mag einfach sein, aber er ist trotzdem nützlich. Um einen Gegner zu lähmen, richte deinen Zauberstab aus und tippe dreimal so wie ich. Okay. Petrificus Totalus! Oh. Petrificus Totalus! Pass doch auf! Wow, Harry, du bist der beste Lehrer aller Zeiten. Danke. Bringen wir es den anderen bei. Okay. Aber es scheitert jetzt wirklich aktuell an diesem Wasserspeier, tatsächlich. Okay, okay. Dann, damit wir nicht zu viel Irrwege machen. Viadukt. Was ist das hier? Viaduktzugang. Dort müssen wir, glaube ich, hin. Oh, hier kommen wir ja mit dem Shortcut. Hinterhältiger Schurke. Okay, oder im Kerker. Moment mal, wir sind eh gerade hier und im Kerker gab es doch immer irgendetwas. Das würde mich nicht wundern. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten. Überall in Hogwarts sind Wasserspeier, aber nur wenige sprechen. Sehr gut. Ja, wie gesagt, wenn sie das sagt, kann das manchmal was heißen, aber gerade hat es auch nichts geheißen. Ah, hier geht's zum nächsten Passwort. Ist hinter Ihrem Porträt ein Geheimgang? Und was geht dich das an, Junge? Du bist kein Slytherin, also darfst du hier nicht durch. Es sei denn, du kennst das Passwort. Nein, kenne ich nicht. Das dachte ich mir. Du kannst natürlich ein paar Slytherins fragen. Sie werden dir ganz bestimmt helfen. Ist zumindest ein Versuch wert. Interessant. Hier geht es gar nicht in den Kerker. Oder doch, aber nur mit diesem Porträt. Und dafür brauchen wir Slytherins. Okay, vielleicht treffen wir ja gerade mal hier jemanden im Eingangsbereich. Kommst du mit in die Eulerei? Sei Slytherin. Verschwinde, Potter. Ich höre die vielleicht? Potter stinkt. Auch hallo. Hat ja gut funktioniert. Hier in der großen Eingangshalle ist hier vielleicht nochmal so ein Wasserspeier. Incendio! Oh. Cool. Klasse. Alright. Aber auch hier scheint. Wir spielen mit den Schlammblütern. Welchen Slytherin sollen wir denn dann fragen, wenn die alle so böse sind? Wie geht's denn so? Alles klar. Ist das wahr? Stimmen all die Dinge, die sie im Tagespropheten über dich schreiben? Nein. Stimmt, wir müssen auch noch mal eine Zeitung irgendwann mal finden. Aber gut, für die Porträtpasswörter, ob wir die alle jetzt finden oder nicht, weiß ich nicht. So, Zugang zum Innenhof. So, der eine hat ja gemeint, bei oder wo auch noch beim Boots. Komm, wir gehen erstmal zum. Ich muss hier durch. Wir gehen erstmal mal zum Bootshaus. Einfach weil ich das Boots
Ding mag. Weil wo sollte es sonst noch sein? In Schloss Hogwarts? Also Kerker, okay. Da müssten wir nochmal zum Kerker. Wir klappern jetzt alles nochmal ab. Beim Bootshaus haben wir das letzte Mal jetzt auch nichts gesehen. Das wäre mir aufgefallen. Aber es gab da noch so eine fiese Stelle, wo vielleicht doch noch was sein könnte. Hier könnte ich mir einen vorstellen irgendwo. Aber ihr seht auch nichts. Wo ist der letzte Wasserspeier? Oh, und da hinten dieser Wald. Das erinnert mich so an den Feuerkelch, der Schwarze See. Oh. Also gerade das Bootshaus ist eine der schönsten Erweiterungen von Hogwarts in diesem Spiel. Weil das hier nochmal... Oh, alles, was man im Grunde in dem Teil davor versäumt hat, hat man hier nochmal gut reingebracht. Seht ihr da hinten? Vielleicht gibt es da irgendwas. Kamera fährt schon so rein. Da müsste man allerdings nochmal klettern. Wir finden diesen letzten Wasserspeier heute. Und wenn wir alles dafür tun müssen, ansonsten kommen wir hier echt nicht weiter. Aber ich glaube, so weit draußen ist der auch nicht. Ich bin mir sicher, der ist vielleicht im Kerker sogar. Aber ich glaube, wir schlagen hier gerade eh zwei Fliegen mit einer Klappe, weil das war der Aufgang, bei dem ich meinte. Ja, hier meinte ich, hier ging es erst zu Hagrids Hütte, aber das war Bullshit. Ja, also hier wollte ich eh hin. Jetzt haben wir wirklich mit dem Bootshaus keinen Umweg gemacht, sondern zwei Wege, ja. Ja. Und hier sieht es nicht nach einem Wasserspeier aus. Nee. Hm. Aber dafür hat sich's gelohnt. Das ist natürlich auch die letzte Ecke. Hier läuft doch, also hier läuft man doch wirklich nicht rum. Oh. In unserem Geheimraum gibt es jede Menge neue Sachen, Harry. Okay. Das ist aber auch ein riesiger Weg hier. Wer hat sich denn das einfallen lassen? So ein richtiger Schuttweg. Doch wo ist der letzte Wasserspeier verflixt? Hier war einer in dem Hof. Den haben wir schon gefunden. Da oben war der. Okay. Oh, die Treppe ist wieder kaputt. Gut, dann... Was ist denn hier rechts rum? Gar nichts. Dann fällt mir echt nur noch der Kerker ein. Oder der Kerkergang. Ne, gehen wir mal direkt zum Kerker. Ich sehe gar keine Fußabdrücke. Was für eine Aussicht. Fantastisch, nicht wahr? Man könnte bis Hogsmeade sehen, wenn da nicht so viele Bäume wären und das die richtige Richtung wäre. Wo ist Hogsmeade eigentlich? Was ist eigentlich mit diesen Lampen hier? Incendio! Könnte man auch alle noch anzünden. Also hier kann man noch einige Punkte abfarmen. Boah, und das sieht hier immer ganz toll aus. Aber wo ist der letzte Wasserspeier? Er will sich nicht zeigen. Nun gut. Auf in den Kerker. Alright. Ist hier? Ah, hier ist ein weiterer Hausgeist.
Ja gut, den Kerker haben wir noch gar nicht im Grunde uns groß angeschaut. Wir waren hier zwar für die Prüfungen bei Snape. Aber... Man kann ja echt so viel noch machen. Also allein die ganzen Belohnungen im Belohnungsraum. Da gibt es ja noch so viele Sachen, bei denen wir gar nichts gemacht haben. Gut, Schach könnten wir noch machen. Da fehlt uns ja nur noch einer. Aber dieses Kobold-Ding... Okay. Aber auch ein bisschen gruselig, diese Geister, oder? Wie die hier so teilweise leblos noch rumfliegen. Das war wirklich unnötig. Ich muss dir ein paar Sachen in unserem Geheimraum zeigen. Die anderen brauchen nicht mitzukommen. Alright. Ich bin mir sehr sicher, dass hier vielleicht ja wirklich... Vielleicht ist hier ja wirklich der vermisste Wasserspeier. Oh. Die kann man... Das haben sie ja auch cool umgesetzt, den Keller. Wobei, da muss man sagen, der Kerker war auch genial in Harry Potter und die Kammer des Schreckens umgesetzt. Das war auch cool. Da gab es ja auch dieses riesige Level, um bei Snapes Geheimvorräten was zu plündern. Oh, hier ist, glaube ich, auch noch eine Schachfigur. Nee. Da habe ich mich verguckt. Was ist hier? Hä? Ein Gang in die Leere. Dann ist hier vielleicht doch kein Wasserspeier. Was ist noch lächerlicher als zwei Hufflepuffs, die mit einem Besen rückwärts fliegen? Ein Gryffindor, der Quidditch spielt. Vielleicht kann die mir aber einer mal das Passwort verraten. Alter. Ist hier auch mal netter Slytherin? Hey! Der dufte Potter. Oh. Ja, die Slytherins, die lieben uns. Nicht. Okay. Bei Snape im Büro war jetzt auch nichts mehr. Hat er ja doch noch. Nee, hier kann man gar nicht rein. Ja. Okay, jetzt gehen mir aber selbst langsam die Ideen aus. Wo könnte dieser letzte Wasserspeier sein? Der ist sicher an so einem ganz blöden Ort irgendwo. Auch jetzt muss er ja wahrscheinlich innerhalb von Hogwarts sein. Ah. Okay. Hier irgendwo, sicherlich. Hast du alle Bücher in der Winkelgasse gekauft? Ich glaube, ich habe eins vergessen. Okay. Ich glaube, du bist verrückt. Okay. Was hier gelabert wird. Okay. Was gibt's noch? Wo waren wir noch nicht? Also, Kerkergang, Kräuterkunde, Krankenflügel waren wir, Myrtes Badezimmer waren wir, Pokalzimmer waren wir, Raum der Belohnung waren wir, siebter Stock waren wir, Steinbrücke waren wir, Steinkreis waren wir, da waren wir. Da! Verwandlungsinnenhof, Viadukt, Viaduktzugang. Vierter Stock, Wahrsagen. Bei Wahrsagen. Hallöchen! Entweder ist er irgendwo im Gryffindor-Raum, glaube ich. Oder. Ich freue mich auf ihre zukünftigen Heldentaten. Aber wir konnten das letzte Mal auch gar nicht in den Wahrsagen-Raum rein. Gut, da hat die gute Frau wahrscheinlich auch gerade absolut die Kündigung gekriegt. Nein. Ja, gut. Hier müsste mal geputzt werden. Mit Anstand, Tugend und Manieren kannst du dich nie blamieren. Ein weiser Spruch. Ich liebe das. Das wird nie alt. Selbst nach mehreren Spielstunden.
dieses Treppenhaus ist einfach genial. So, wir sind zurück im 7. Stock. Jetzt hofft und betet, dass das Ding hier irgendwo ist. Wir können halt wirklich, also wir müssen erst den mit seinen Wasserspeiern rekrutieren, sonst geht's hier nicht. Warte mal, hier vielleicht? Hier muss aber einer sein. Ich meine, wir sind ja schon mal hochgelaufen, da war aber keiner. Nee, und wir kommen wieder nicht rein. Okay, bei Umbridge selbst könnte da noch einer sein. Warum eigentlich nicht? Wo ist dieser letzte verflixte Wasserspeier? Oder habe ich mich irgendwo verguckt? Irgendwo falsch abgebogen. Was ist das denn hier? Okay, wir gehen nochmal ins Gryffindor. Da hat Hermine so eine Bemerkung gemacht. Die maulende Myrte, wie die da aber auch campt. Immer wenn man was Neues freischaltet. Aber nee, hier hätten wir doch schon 20 Mal einen gesehen, oder? Okay. Nee. Sieht nicht gut aus. Was gibt's hier? Was zum Erforschen? Mrs. Weasley würde durchdrehen, wenn sie dieses Chaos sehen würde. Ja, das glaube ich. Wir haben ja noch unseren Tarnumhang. Ja gut, dann 3. Stock nochmal. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Aber da war ja schon einer. Okay, Freunde, ich mache hier einen kurzen Cut. Ich recherchiere das mal kurz. So. Also, laut schwerster Recherche meinerseits müsste er sich rund um den Krankenflügel bewegen. Und zwar auf einem Balkon. Oh, der Schnatz folgt uns. Er ist entkommen. Er spukt jetzt hier im Treppenhaus rum. Magst nein, oh nein. Harry? Du hast mich eine Ewigkeit hier allein gelassen. Und ich will dir so viel zeigen. Wir waren doch erst vor kurzem da. Gibt's jetzt auch keinen Grund, traurig zu sein. Treppe? Okay, dann auf zum Krankenflügel. So. Oh, da kriegen wir doch noch was. Depulso! Ich bin nochmal gespannt, wo die anderen Knallpoker-Dinger sind. Eins war ja hier, glaube ich, auch direkt. Oder war das beim Glockentor? Ist das nicht hier sogar der gleiche Abteil? Okay. Also hier wahrscheinlich. Ja. Ah, guck mal, wie gemein. Ey, bitte geh aus dem Weg. Wie gemein, den sieht man doch nicht. Okay. Entschuldigung, können Sie sprechen? Nein! Haben Sie aber gerade. Nein, hab ich nicht! Wer denn da? Die war's! Die da hinten! Die mit den strubbeligen Haaren! Meine Haare sind nicht strubbelig. Ron, ist mein Haar strubbelig? Nein. Nur ein bisschen. Es ist windig und ich hatte viel zu tun. Jetzt haben wir alle 5, stimmt's? Gehen wir zurück zu Dean und sagen ihm Bescheid. Ach, Freunde, das ist doch eine erfolgreiche Folge heute. Wir haben ihn endlich gefunden.
Ja, der war fies. Der war fies. Zurück zu Dean Thomas, dem Guten, der wahrscheinlich schon seit mehreren Stunden dort steht im Verwandlungsinnenhof und sich fragt, wo bleiben denn meine Freunde? Und damit haben wir dann aber auch hoffentlich alle 28 Mitglieder zusammen. Das ist eine ganz schöne Questreihe gewesen. Aber dadurch, dass die alle so ihre eigenen Geschichten und Quests hatten, für uns war das echt jetzt ganz nett. Es gibt ja öfters so Hinterherrennen-Quests, die nicht so gut gelöst waren. Aber das hat mich schon überrascht. Dann bin ich mal gespannt. Oh, hier. Ich finde, manchmal sind die ein bisschen zu langsam, diese Schritte. Oder ein bisschen, ja, zu vorsichtig auch. Müssen wir nicht bei dem sogar raus? Nee. Nur nicht aufgeben, Mr. Potter. Drachenei. Treten Sie ein, Freund von Hufflepuff. Ach, ja. Okay. Somit rekrutieren wir den letzten. Hey Dean, wir haben alle Wasserspeier gefunden. Cool. Kann ich später im Schlafsaal abschreiben? Da musst du Hermine fragen. Klar, nach dem DA-Treffen. Cool. Bis später. Alright. Wir haben alle Mitglieder im Raum der Wünsche versammelt. Und diesen werden wir dann in der nächsten Folge betreten, um endlich die Ausbildung Dumbledores Armees zu beginnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, heute die Wasserspeierjagd zu beenden. Das war ja wirklich eine sehr, sehr lange Quest. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren nicht vergessen. Abonniert gerne den Kanal und lasst die Glocke aktiv, damit ihr auch in Zukunft keine Videos verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.